Wir sind heute bei der 35 Jahre Jubiläumsfeier von Liebherr. Liebherr ist ja eigentlich schon älter als 35 Jahre. Was ist denn der aktuelle Anlass für dieses Jubiläum? Der aktuelle Anlass ist das 35-jährige Firmenjubiläum der Liebherr Werk Nenzing GmbH. Die Firmengruppe ist in der Tat schon mehr als 60 Jahre alt. Wir feiern heuer das 35. Bestandsjubiläum. Der Standort Nenzing ist 1976 gegründet worden. Und wir feiern mit Partnern aus dem Land, mit Kunden aus aller Welt und auch mit der breiten Öffentlichkeit am 1. Oktober unser 35. Jubiläum. Was ist denn im Rahmen der Feierlichkeiten noch alles geplant? Die Feierlichkeiten sind auf drei Etappen quasi verteilt. Wir haben heute bzw. hatten heute einen großen Festakt für Land, Wirtschaft, Politik, Vertreter von benachbarten Firmen, Verbänden, Institutionen und auch unsere Lieferanten. Also ein Tag für unsere Geschäftspartner und die Öffentlichkeit. Morgen Donnerstag sind unsere Kunden weltweit, mehr als 500 Kunden weltweit eingeladen. Wir haben also einen internationalen Tag, findet auch komplett auf Englisch statt. Und am Samstag laden wir dann das ganze Land zu einem großen Tag der offenen Tür. Samstag, 1. Oktober, ab 10 Uhr haben die Türen und Tore geöffnet. Es stehen alle Werkshallen stehen zum Besuch zur Verfügung. Wir haben ganz interessante Gerätevorführungen. Man sieht Geräte in Einsatz setzen und in Dimensionen und Größenordnung, wie man sie eigentlich sonst nur vom Film her kennt. Es erwartet auf jung und alt ein spannendes Programm. Für die Versorgung der Festgäste ist ebenfalls gesorgt. Und wir laden das ganze Land ganz herzlich ein, diesen Festtag mit uns zu feiern. Was hat denn Liebherr für eine Bedeutung als Riesenunternehmen in Vorarlberg für die Region? Die Firma hat sicherlich eine Bedeutung in mehrerlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist Liebherr Nenzing der größte Arbeitgeber im Vorarlberg Oberland. Wir haben mehr als 1650 Mitarbeiter hier am Standort beschäftigt. Was das Spannende ist, ist, dass man auch ausbildungsseitig die Ausbildung bei uns einen sehr hohen Stellenwert genießt. Wir bilden derzeit an die 128 Lehrlinge aus, begleitet von 16 hauptamtlichen Lehrlingsausbildnern. Und diese Lehrlingsausbildung ist einer der Erfolgspfeiler des Standards Nenzing, weil das uns eigentlich die zukünftigen Facharbeiter und Fachkräfte sicherstellt. Zum Thema Facharbeiter. Liebherr, gibt es in Nenzing also keine Facharbeiternot? Wir sind froh, dass wir derzeit den Bestand bzw. den Bedarf an Fachkräften aus eigener Kraft decken können. Sehr wohl sehen wir uns durchaus als großer Industriebetrieb mit der Herausforderung konfrontiert, speziell auch für die Zukunft, wenn man die demografische Entwicklung, wenn man diese Entwicklungen und Trends kennt. Wir versuchen deshalb an unserem sehr guten Unternehmensimage zu arbeiten und möchten natürlich auch darauf hinweisen, auch bei der Gelegenheit, dass wir technisch absolut top qualifizierte Fachkräfte suchen, immer suchen zu jeder Zeit, auch wenn keine Stellen ausgeschrieben sind. Nur vielleicht eine Zahl als Hintergrund, wir haben derzeit mehr als 230 technische Ingenieure und Fachkräfte aus allen Bereichen der Steuerungsantriebstechnik bei uns beschäftigt und suchen stetig neue Mitarbeiter.